Die Weiße Runde. Das Magazin für Bildung und Gesellschaft. Redaktion und Moderation Dirk Plasberg. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Do you know? Wissen Sie was? Know kommt aus dem Englischen und heißt Wissen und deswegen heißt die Veranstaltungsreihe in Hannover auch November der Wissenschaft. 150 Veranstaltungen an über 70 Orten an 21 Tagen und das ist Thema unserer Sendung. Denn in unserer Sendung geht es tierisch zu. Wir sind im Erlebniszoo in Hannover und auch an der Tierärztlichen Hochschule Hannover zu Gast. Wir besuchen ein Kindermuseum, die Einstein-Ausstellung. Wir sind also der Relativitätstheorie auf der Spur. Und wir sind auch zu Gast im Kriminologischen Forschungsinstitut in Hannover und beleuchten da zum Beispiel das Thema Cybermobbing. Von Abenteuer Arktis bis hin zu Z wie Zukunft der Insekten. So breit ist die Themenpalette. Los geht's, wir nehmen Sie mit auf eine Reise durch die Wissenschaft. No kommt von Wissen, der November der Wissenschaft ist seit 10 Jahren dabei in Hannover. Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostock ist bei uns. Wie wichtig ist Ihnen diese Veranstaltungsreihe? Erstmal findet sie 10 Jahre statt, diesmal zum 6. Mal. Und wir haben mittlerweile über 40.000, die daran teilnehmen, die sich dafür interessieren. 70 Institutionen, 150 Veranstaltungen mindestens. Es gibt ja noch die Tage der offenen Tür, die an verschiedenen Hochschulen, an der Leibniz-Universität, MAH, TIHO und anderen eben auch stattfindet. Und der Antrag wird immer größer. Das heißt also, wir haben unsere Zielstellungen sicherlich erreicht, gerade was das Thema MINT-Berufe für junge Menschen angeht. Aber es geht um alle Generationen. Denn das Thema mit der Bildung, der Wissenschaft, dem Interesse daran hört ja nicht auf. Und da wir mittlerweile ja ein wirklich hervorragender Exzellenzstandort auch in Deutschland sind, sind Menschen natürlich großartig daran interessiert, mal mit den Wissenschaftlern direkt zu reden. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schaffen das auch, ihre Sachen verständlich auch eben mitzuteilen. Ich glaube, dass der November der Wissenschaft auch dazu beigetragen hat, dass man schwierigste Materie sehr populär und verständlich und trotzdem wissenschaftlich korrekt eben auch übermittelt hat. Also insofern, wir tun etwas für den Wissenschaftsstandort und die Bürgerinnen und Bürger sind hochgradig daran interessiert, das Neueste zu den spannenden Fragestellungen der heutigen Zeit eben auch zu erfahren. Wir haben 150 Veranstaltungen in ungefähr 70 verschiedenen Betrieben und Institutionen. Da kommt man der Wissenschaft ja besonders nahe auch, weil sie halt ganz anders vermittelt werden kann. Genau, die Veranstaltungen sind sogar noch kostenlos, das muss man auch wissen. Es gibt aber viele Veranstaltungen, wo man sich anmelden muss und dann sind manche auch ganz schnell überbucht. Gut bebucht und überbucht und deswegen, das ist einfach toll, dass wir sehr aktuelle, spannende Themen eben auch dabei haben und das hilft uns auch international sogar für den Standort Hannover damit auch zu werben, denn wir haben großes Interesse dran, bei dem Ringen um die Fachkräfte für die Lösung von wichtigen Zukunftsfragen immer auch vorne dabei zu sein. Ja, es ist ja auch wichtig für den Lernstandort Hannover, ne? Absolut. Also die Schülerinnen und Schüler, die dann eben auch mal vorbeischauen, bevor sie ein Studium beginnen, können sich vorher hervorragend informieren, hat also auch eine ganz wichtige Berufsfindungsfunktion. Zucht und Artenschutz werden großgeschrieben hier im Erlebniszoo Hannover. Deswegen sind wir heute zu Gast, denn der Zoo beteiligt sich auch am November der Wissenschaft. Ist ja auch außerschulischer Lernort für viele Schülerinnen und Schüler. Und es werden auch Führungen angeboten rund um Zucht und Artenschutz. Katrin Röper ist Referentin für Artenschutz und Zoopädagogik. Wir sind jetzt hier an der Yukon-Bay-Anlage, 2600 Quadratmeter groß. Wie steht es denn um die Zucht der Eisbären? Also wir haben zurzeit 3 Eisbären hier bei uns. Wir haben unser Weibchen, das ist die Milana, die seit etwas über einem Jahr bei uns ist. Und wir haben 2 Männchen, das sind Nanook und Sprinter. Die sind hier bei uns im Zoo, seit wir Yukon Bay eröffnet haben in 2010. Und wir hoffen natürlich auf Nachwuchs, das ist unser Ziel bei den Eisbären. Daran hindert uns aber gerade noch eins der beiden Männchen sozusagen, weil wir müssen noch ein Männchen abgeben in einen anderen Zoo in Europa, sodass wir noch ein Pärchen zurückbehalten, die dann züchten können hier bei uns. Und dazu müssen wir gerade noch auf die Entscheidung des europäischen Zuchtprogramms warten, die uns nämlich dann sagen, wohin der andere Eisbär geht, in einen anderen Zoo, wo er ein schönes Zuhause hat und dann hoffen wir hier bei uns auf Nachwuchs. Aber das wäre ein Meilenstein, ne, wenn das klappen könnte. Genau, also seit der Eröffnung von Yukon Bay fiebern wir sozusagen diesem Moment entgegen, wenn wir dann auch mal Eisbären-Jungtiere haben, weil wir natürlich auch auf diese Art und Weise unseren Beitrag machen möchten für den Artenschutz eben in diesem Bereich. Wir haben gerade Sprinter zugesehen, wie er sich wirklich geziert hat, bis er endlich ins Wasser gegangen ist und nach dem Fisch getaucht hat. Es ist ja ein Schauspiel, kann man ja wirklich sagen. Und
es ist ja auch ein majestätisches Tier. Der überlegt sich ja, glaube ich, nicht, gehe ich ins Wasser und wie lange dauert es dann, bis ich wieder trocken bin? Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube nicht, dass ihm bei dem Wetter schon sehr kalt werden würde. Also er hat eine dicke Speckschicht und darüber das schöne Fell, was ihn warm hält. Und wenn er dann mal nass wird, dann legt er sich danach einfach schön in die Sonne. Eisbären liegen sehr, sehr gerne in der Sonne. Und dann ist er auch irgendwann wieder trocken. Aber wie gesagt, so ein Eisbär ist ganz andere Temperaturen als hier in Hannover gewöhnt. Das ist kein Problem für ihn. Ja, Stichwort Artenschutz über den Zoo Hannover hinaus. Also wir unterstützen seit vielen Jahren das Programm von Polar Bears International. Das ist eine kanadische Organisation, die sich vor Ort in der Hudson Bay für den Schutz von Eisbären einsetzt. Und zwar finanzieren wir dort jedes Jahr ein Sendehalsband. Kann man sich vorstellen wie ein etwas größeres Hundehalsband. Und da ist eben ja, ein Sender eben dran, der den Wissenschaftlern regelmäßig Informationen schickt, wo sich das Tier eben gerade aufhält, wie lange es im Wasser unterwegs ist. Das sind ganz viele Daten, die eben wichtig sind, um Schutzgebiete für Eisbären zu errichten. Und das ist ein Programm, was sehr, sehr gut läuft. Und wir hatten zum Beispiel jetzt im April hatten wir auch Besuch von den Kollegen von Polar Bears International, die sich hier unsere Eisbärenanlage einmal angeschaut haben. Und die waren auch sehr glücklich mit unserer Eisbärenanlage und haben die Tiere sich auch angeschaut und haben gesagt, das sind gute Eisbären, die sehen schön aus. Und unsere Anlage hat ihnen auch sehr gut gefallen, was für uns ja das größte Lob sozusagen ist, weil das sind die Kollegen, die im Winter fast jeden Tag Eisbären in der freien Wildbahn eben sehen. Was sind denn die häufigsten Fragen von Besucherinnen und Besuchern, wenn es zum Beispiel um die Eisbären geht? Wer ist wer? Das ist die wichtigste Frage. Also welches Tier sehe ich da eben gerade vor mir? Man kann die Tiere aber ganz gut auseinanderhalten. Sprinter haben wir eben gesehen, geht sehr gerne rückwärts ins Wasser. Nanook macht gerne mal einen Köpper ins Wasser. Und Milana ist ein bisschen kleiner und ein bisschen pummeliger als unsere beiden Männchen. Und da kann man die ganz gut unterscheiden. Ansonsten für Fragen, ja, was machen die eigentlich im Sommer? Also ist denen das nicht hier viel zu warm? Aber das ist überhaupt gar kein Problem. Die Eisbären haben jede Menge Rückzugsmöglichkeiten, können in den Stall, wenn es zu warm wird, haben Schattenplätze, können sich im Wasser abkühlen. Das ist gar kein Problem. Ich glaube, das sind so die häufigsten Fragen, die wir kriegen, ja. Und jetzt sind wir mit Katrin Röper bei den Addax-Antilopen und den Wildeseln, die sich eine Anlage teilen. Addax-Antilopen, woher kommen die? Was sind das für Tiere? Addax-Antilopen leben in Nordafrika, dort aber leider nur noch in ganz, ganz wenigen Gebieten, weil die Tiere stark gewildert werden. Die Wissenschaftler schätzen, es gibt noch weniger als 100 Tiere in freier Wildbahn. Der Zoobestand ist größer, also es gibt mehr Tiere in Zoos oder in geschützten Nationalparks als wirklich im natürlichen Lebensraum mittlerweile. Addax-Antilopen sind sehr, sehr gut an ihren natürlichen Lebensraum eben angepasst. Sie leben in der Wüste. Auch da leben Tiere, große Tiere. Sie können zum Beispiel Wasser aufspüren, auch wenn es kilometerweit entfernt ist. Sie sind auch zufrieden mit trockenen Grasbüscheln, die sie so finden. Sie haben ganz spezielle Füße, mit denen sie halt nicht so sehr im Sand einsinken, sondern sich vernünftig fortbewegen können. Und das Interessante ist, bis zu 200 Kilometer entfernt kann es regnen und dann laufen die dahin und machen sich da auf den Weg. Das ist ja schon spannend. Genau, Antilopen wie die Addax, die brauchen gar nicht so viel Wasser, aber wenn welches benötigt wird, dann schaffen sie es auch eben, dieses aufzuspüren. Sie fressen aber zum Beispiel auch sehr trockene Pflanzen, die eben in der Wüste wachsen. Und wenn da noch so ein bisschen Tau drauf ist, dann können sie das eben auch noch mit aufnehmen. Aber ansonsten sind sie da halt gar nicht anspruchslos, was ihr Futter angeht. Sie sind außerdem sehr gut angepasst. Passt eben an den Lebensraum Wüste, weil sie ganz spezielle Füße haben, wo sie nicht zu sehr in den Sand einsinken, sodass sie sich halt gut und schnell fortbewegen können, wenn es dann mal nötig ist. Wenn es so wenig Tiere von den Addax-Antilopen gibt, wie sieht es dann hier aus mit Nachwuchs? Also wir hatten dieses Jahr zweimal Nachwuchs bei den Addax-Antilopen. Freut uns natürlich immer sehr, weil sie sehr schön anzuschauen sind. Aber eben auch, weil wir da eben wirklich einen Beitrag eben leisten können, weil es eben nicht mehr viele gibt von den Tieren in freier Wildbahn. Und es ist auch so, dass eben das europäische Zuchtprogramm für die Addax-Antilopen, das wird auch hier bei uns im Zoo geführt von einem von unseren beiden Kuratoren. Mhm. Was würde denn passieren, wenn der Nachwuchs hier bliebe? Dann würde sich eventuell das Männchen mit seinen jüngeren, also mit seinen weiblichen Nachkommen paaren. Das möchten wir eben nicht. Oder es würde eben ja zu Kämpfen kommen zwischen dem Vater und dem männlichen Nachwuchs. Und deshalb muss man da immer so ein bisschen austauschen. Das ist wie gesagt wie in freier Wildbahn. Das ist ganz natürlich, dass dann halt die Tiere die Gruppe eben auch verlassen. Wir sind jetzt zu Gast beim nordafrikanischen Rothalsstrauß und Katrin Röper, diese Geschichte ist ja auch spannend, wenn es um Nachwuchs geht.
Genau, bei den nordafrikanischen Rothalsstraußen ist es so, dass es noch keine große Zoopopulation gibt. Und deshalb müssen wir zurzeit noch Eier alle paar Jahre aus Marokko, aus einem Nationalpark, importieren. Das heißt, die werden von den Elterntieren dort gelegt und dann kommen die Eier mit dem Flugzeug hier nach Hannover, werden hier künstlich ausgebrütet. Und unser anderthalbjähriges Jungtier, was wir haben, ist eben ja, in Marokko gelegt worden sozusagen und hier ist es geschlüpft. Und wir haben aber auch in den letzten Jahren auch schon Nachwuchs von unserem Pärchen gehabt, also den beiden erwachsenen Tieren, die wir hier haben, sodass die Zoopopulation eben immer größer werden kann, sodass wir vielleicht in ein paar Jahren, wenn es nötig ist, wenn es in freier Wildbahn vielleicht dann keine nordafrikanischen Rothalsstrauße mehr gibt, dass man dann im Zoo noch Tiere hat, eine Reservepopulation sozusagen, die man dann auch wieder auswildern könnte. Wie viele Arten es gibt, darüber streiten sich so ein bisschen die Gelehrten im Moment. Genau, das ist bei vielen Tierarten übrigens auch so, dass es da, was ist eine Art, was ist eine Unterart. Zurzeit ist der Stand, dass es eben zwei Arten gibt und in der einen Art noch mehrere Unterarten. Und da ist eben der nordafrikanische Rothalsstrauß eben eine von. Also Strauß ist nicht gleich Strauß. Auch die Strauße, die man vielleicht auf Straußenfarmen, auch in Deutschland, die es dort gibt, wo man Eier und Federn kaufen kann, das sind nochmal andere Strauße. Das hier sind schon ganz besondere und halt eben auch besonders bedrohte Tiere. Wie lange braucht es, bis es schlüpft? Braucht ungefähr so 35 bis 40 Tage, bis dann der kleine Strauß aus dem Ei schlüpft, genau. Der Zoo ist ja außerschulischer Lernort. Wir haben eine ganze Menge Schulklassen gesehen, die an uns vorbeizogen, auch mit Stift und Papier in der Hand. Das heißt, sie machen hier eine Rallye oder machen sich Notizen für Referate. Was gibt es denn alles für Angebote für Schulklassen hier im Zoo? Also Grundschulklassen und die 5. und 6. Klassen, die kommen sehr gerne für eine Projektwoche hier in den Zoo. Das heißt, die sind die gesamte Woche von montags bis freitags eben hier bei uns im Zoo und kriegen dann auch einige Unterrichtsgänge durch die Zoopädagogen zu bestimmten Themen, die vorher im Unterricht zum Beispiel behandelt wurden. Und den Rest der Zeit ja, sind sie bei den Shows, hören bei den Fütterungen zu oder haben sich eben Materialien von der Zooschule besorgt und lernen dann die ganzen Tiere kennen. Wir haben dann noch Unterrichtsgänge, die man einfach einzeln buchen kann, wenn es mal nur für einen Tag Zoobesuch eben reicht, je nachdem, wo die Schule herkommt. Und wir haben noch Workshops, wo man eben dann in mehreren Stunden sich einem Thema nochmal mit einem Thema besser beschäftigen kann und richtige Experimente macht. Und wir bauen unser Programm auch immer weiter aus, dass es eben viele Angebote das ganze Jahr über bei uns gibt. Ja, das Wichtige ist ja, Tiere hautnah erleben ist ja nun viel, viel präsenter auch zum Lernen und zum Behalten, als wenn man einfach theoretischen Unterricht macht oder sich in der Klasse einen Film anschaut. Genau, also das merken wir täglich sozusagen. Also wenn bei einigen Schülern schon bei Schafen und Kühen und Hühnern irgendwie das Herz höher schlägt, dann merkt man, wie wir doch immer mehr den Kontakt eben zur Natur und zu lebenden Tieren eben verlieren. Und es ist was ganz anderes, ob ich Tiere in einem Buch oder in einem Film eben sehe oder ob ich sie hier wirklich selber beobachten kann, selber die ganze Zeit was Neues entdecke, die Tiere riechen kann, die Tiere hören kann und einfach ganz nah eben auch dran sein kann, genau. Gerade ging es tierisch zu im Zoo Hannover, immer wieder eine Reise wert. Und jetzt geht unsere Reise durch den November der Wissenschaft weiter. Wir widmen uns der Musik und zwar im Institut für Musikphysiologie an der Hochschule für Musik und Theater. Wir sind zu Gast bei Professor Dr. Eckhard Altenmüller und wir hören seinen Klavierklängen einmal zu. Das war jetzt von Robert Schumann ein Stück aus den Fantasiestücken. Es hat den schönen Titel Warum, weil die Melodie eben so offen bleibt und so fragend ist. Und Robert Schumann ist natürlich für uns hier in der Musikphysiologie und Musikermedizin eine wichtige Erscheinung. Einerseits, weil er einer der ersten Menschen ist, die vermutlich an zu viel Musizieren gescheitert sind. Er hatte ja eine Musikerdystonie. Er hat die Kontrolle der Finger seiner rechten Hand verloren im Alter von etwa 23 Jahren. Und zum Glück für uns heute, deswegen ist er so ein toller Komponist geworden. Was wir hier machen am Institut ist, wir erforschen die Auswirkungen des Musizierens auf das Gehirn. Und die sind natürlich überwiegend positiv.
Bereits im jungen Alter bei Kindern und Jugendlichen verändert sich nach wenigen Musikstunden die Gehirnvernetzung. Wir haben dann zum Beispiel stärkere und schnellere Verbindungen zwischen dem Hören und zwischen dem Bewegen. Wir haben bessere Zentren, die für die Planung zuständig sind, die sind präziser und wir können die Aufmerksamkeit besser kontrollieren. Und das kann man auch einsetzen, zum Beispiel, wenn man Kinder und Jugendliche in der Therapie von Aufmerksamkeitsstörungen zum Beispiel behandeln möchte. Aber diese, man nennt es Plastizität, die Kraft der Veränderung durch Musik, die bleibt lebenslang erhalten und die wirkt eben auch bei Seniorinnen und Senioren. Und so haben wir eben jetzt gerade eine Studie am Anfang, wo wir 64-jährige bis 76-jährige Seniorinnen und Senioren über ein Jahr lang Musikunterricht geben, und zwar entweder mehr einen hörbetonten, wo sie einfach tolle Musik hören und erleben, und mehr einen spielbetonten, wo sie eben tolle Musik am Klavier selber spielen lernen. Und da gehen wir davon aus, dass das einerseits eben diese Vernetzung fördert, aber auch die Lebensqualität verbessert, Gedächtnis verbessert und eben insgesamt auch für die Lebensfreude und für die Motivation positiv sind. Sagt Professor Dr. Eckhard Altenmüller vom Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Auch das Institut ist dabei beim November der Wissenschaft in Hannover. Und wie sagten so viele Eltern dem Sprössling, lern doch ein Musikinstrument. Und der oder die wollte eigentlich gar nicht. Dabei ist Musik total wichtig, nicht nur zum Hören, sondern auch zum Musizieren. Worauf beruhen diese ganzen Studien? Also warum kann man das erforschen, dass Musik wirklich für einen Menschen wichtig ist und auch die Konzentration fördert? Ja, also man kann es natürlich eigentlich sehr gut erforschen, weil man eben die Messungen macht vor Musikunterricht und nach Musikunterricht. Man kann auch musizierende Kinder mit nicht musizierenden Kindern vergleichen. Und der Hintergrund ist, Musik ist eben unglaublich reichhaltig. Das enthält ja sowohl Klänge, aber auch Bewegungen. Es enthält auch räumliche Anordnung, zum Beispiel eine Geige und ein Klavier ist ja ein räumliches Objekt. Und es enthält eben vor allem auch diese Kraft zur Motivation. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass Musizieren starke Emotionen hervorruft und die dann so gut auf das Gehirn wirken. Und deswegen ist es total wichtig, dass man irgendetwas mit Musik macht, im Chor singt oder einfach auch sich ans Klavier setzt oder Blockflöte lernt. Alles wichtig, alles gut, genau. Ich finde, das Singen ist die Basis. Das sollten schon die Eltern mit ihren kleinsten Kindern beginnen. Da haben wir sogar so ein Musikalisierungsprogramm. Das ist also im Internet abrufbar von der Musikhochschule. Das heißt ganzohr.org, damit die Eltern wieder mehr ermutigt werden, mit ihren Kindern zu singen. Aber dann natürlich, sobald die Kinder ein Interesse haben an Instrumenten, einige Instrumente anbieten und dann schauen, was die Kinder gerne lernen möchten. Was würden Sie denn besonders jungen Menschen raten? Also wir haben ja schon gesagt, Singen im Chor ist gut, aber auch unter der Dusche fördert ja die Konzentration. Ja. Aber das Musikinstrument, ist das das A und O? Also ich glaube, ich würde nicht sagen, dass das eine besser ist wie das andere. Singen im Chor ist eine gute Sache, da ist auch ein sehr starker sozialer Aspekt mit dabei, ein sehr starker Aspekt des Wahrnehmens. Instrumentenspiel hat auch dann besonders positive soziale Aspekte, wenn es im Ensemble passiert. Deswegen ist es toll, wenn Kinder zum Beispiel in Gruppen dann spielen können oder auch mit anderen gleichaltrigen Kindern. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Kinder zum Beispiel in der Familie unterstützt werden. Also das ist eine wichtige Sache, dass die Eltern emotional Interesse an den Tätigkeiten des Kindes zeigen. Es gibt sehr gute Studien, die zeigen, dass Kinder dann beim Instrument bleiben, wenn die Eltern das mit Interesse und Wohlgefallen beobachten. Und das heißt ja nicht, dass die Eltern immer sagen, jetzt musst du aber üben, sondern zum Beispiel, wenn die Mutter dann hört, dass der Sohn die Tochter gerade übt, dass sie dann die Tür aufmacht, weil sie das hören möchte. Das empfinden die Kinder dann als eine Ermutigung und als eine Art von, ich werde jetzt hier wahrgenommen. Thank you.
Jetzt geht es bei uns im November der Wissenschaft um diesen Herrn hier, Albert Einstein, unverkennbar. Gravitationsphysik, das ist das Stichwort. Deswegen sind wir gleich unterwegs mit einem Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik in Hannover vom Albert-Einstein-Institut. Und er wird uns auf jeden Fall mal die Relativitätstheorie in dieser Ausstellung erklären. Wann war das denn nochmal mit der Relativitätstheorie? 1905 oder eher 1915? Wir haben einen Experten, der uns das erklären kann, Benjamin Knispel vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover. Was hat Albert Einstein denn damals erforscht und wann war was zuerst? Er hat sich mit Relativitätstheorie, das ist schon richtig, auseinandergesetzt, aber es gibt da zwei Versionen. Es gibt die spezielle Relativitätstheorie, die er 1905 vollendet hat. Die befasst sich damit, was sehen unterschiedliche Beobachter, wenn sie sich sehr schnell bewegen, also fast mit Lichtgeschwindigkeit, aber gleichmäßig, also wenn sie nicht Gas geben oder bremsen. Wenn man sich dann Gedanken darüber macht, was passiert, wenn die beschleunigen, also ein bisschen schneller fliegen oder ein bisschen langsamer fliegen, dann kommt man ganz schnell dahin, dass man merkt, das ist fast das Gleiche wie Schwerkraft. Und dann hat Einstein darüber nachgedacht, wie kann ich Schwerkraft vollständig und besser beschreiben, als wir das bisher machen. Und das ist die allgemeine Relativitätstheorie von 1915. War das damals so bahnbrechend, weil man sich gar nicht vorstellen kann, wie ein Mensch auf solche Ideen kommt? Ja, das war wirklich eine Revolution. Am Anfang war das mehr so eine schöne Theorie für viele, die gesagt haben, naja, man kann das hinschreiben, das ist mathematisch sehr elegant. Aber es ist natürlich sehr kompliziert, weil es intuitiv nicht verständliche Sachen verwendet. Da gibt es diese Raumzeit, das ist ein vierdimensionales Ding, das ich mir nicht vorstellen kann so richtig. Ich kann damit rechnen vielleicht, aber vorstellen kann sich das keiner so richtig gut. Aber die Konsequenzen, die Vorhersagen dieses Modells sind richtig und waren eben zu der Zeit was ganz Revolutionäres. Man hat dann zum Beispiel gesehen, Licht wird durch Massen angezogen und abgelenkt. Das war vorher nicht vorstellbar. Man kann es aber messen, bei Sonnenfinsternissen zum Beispiel. Und das Ganze läuft letztendlich darauf hinaus, dass es keine Schwerkraft mehr gibt, sondern dass die Schwerkraft durch diese Raumzeit und deren Veränderungen, deren veränderte Geometrie hervorgerufen und erzeugt wird sozusagen. Sie sind ja Physiker und wir haben hier ein Modell stehen und dann können wir das anhand dieses Modells mal so ein bisschen erklären. Ganz genau. Was aussieht wie ein Spiel, ist ein Modell einer Ebene, was wir aus der Geometrie kennen und anhand dessen können wir jetzt das Ganze, Herr Knispel, erklären. Genau, also in Einsteins Relativitätstheorie geht es darum, dass Objekte immer den kürzesten und einfachsten Weg nehmen, also die Natur ist sozusagen faul. Und wenn der Weltraum leer ist und keine anderen Massen da sind, dann ist die Geometrie flach und ebenso, wie man das aus der Schule kennt. Und da kann man sich zum Beispiel angucken, dass kürzeste Wege sind offensichtlich immer Geraden. Also wenn ich von diesem Punkt beispielsweise zu dem Punkt in der Mitte kommen will, dann ist das einfach eine gerade Verbindungslinie. Das ist relativ klar, so wie man es eben aus der Schule auch kennt. Man kann auch zum Beispiel gucken, wie sehen denn Dreiecke aus? Also wir können mit diesem Faden ein Dreieck konstruieren. Das wir jetzt einfach mal so hier rumlaufen lassen. Und dann sehen wir hier an diesem Dreieck, das hat genau das, was wir erwarten, eine Innensumme der Winkel, hier 60 Grad, da ungefähr 60 Grad, da 60 Grad, von 180 Grad, so wie wir es aus der Schule kennen. Und das ist das, wenn quasi nichts passiert, wenn keine Massen vorhanden sind. Es wird dann eben spannender, wenn Schwerkraft entstehen müsste, wenn Massen da sind und dann wird die Raumzeit gekrümmt. Und wie man diese Krümmung misst, das kann man dann an diesem Modell da drüben sehen. Dieses Modell steht direkt daneben und hier mal das Ganze in gekrümmter Geometrie. Was können wir hier anhand dessen erklären? Wir sehen erstmal, dass wir so eine Art Halbkugel vor uns haben, so wie unsere Erdkugel auch letztendlich. Und das, was das symbolisiert, ist, dass wenn wir in der Relativitätstheorie Massen anwesend haben, dann verändert sich der Raum und wird gekrümmt. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das im Raum messen, dass ein Raum gekrümmt ist, wenn ich selber aus dem Raum ja nicht rauskomme? Und das Gleiche kann sich hier zum Beispiel eine Ameise fragen, die auf dieser Oberfläche läuft. Wenn sie das da drüben in der flachen Geometrie gemacht hat, dann konnte sie, wie gesagt, geradeaus für den kürzesten Weg. Und Dreiecke, die sie ausgemessen hat, haben immer 180 Grad Innenwinkel. Wir können hier jetzt mal ein Dreieck konstruieren, das hier oben am Pol anfängt, dann meinetwegen hier runterläuft, hier um die Ecke läuft und wieder hoch zum Pol und können mal gucken, was da für Winkel sind. Dann sehen wir, hier ist ein rechter Winkel, hier nochmal. Das bedeutet, wir haben jetzt schon 180 Grad erreicht und dann kommt hier oben der Winkel noch dazu. Das bedeutet, dieses Dreieck hat eine Innenwinkelsumme, die größer ist. Und so kann zum Beispiel jemand, der gar nicht weiß, dass er auf einer gekrümmten Oberfläche lebt, weil er es nicht sehen kann, weil er da drauf ist, trotzdem durch Messung von Dreiecken zum Beispiel feststellen, dass er auf einer gekrümmten Raumzeit lebt. Und das ist letztendlich die Grundlage dann von der Relativitätstheorie. Gekrümmte Raumzeit macht dann so etwas wie Schwerkraft, letztendlich weil die kürzesten Wege sich verkürzen, verändern. Warum hat sich Einstein überhaupt diese Frage gestellt? Es kommt letztendlich daraus, dass er realisiert hat, dass aus der speziellen Relativitätstheorie sich nichts schneller als das Licht bewegen kann.
nach der Theorie der Schwerkraft, die man vorher hatte, der von Newton, war es so, dass im Grunde genommen, wenn ich hier eine Masse habe und da eine Masse habe, ziehen die sich sofort an, egal wie weit die voneinander weg sind. Das kann aber ja nicht sein, weil die können nicht sofort wissen, wo sie sind, weil eben höchstens mit Lichtgeschwindigkeit die Information übertragen werden kann. Und Einstein hat diesen offensichtlichen Widerspruch gesehen und versucht, das zu heilen und zu reparieren. Und das geht eben nur über diesen Umweg dieser Raumzeit und der Krümmung. Und da ist es dann eben so, dass wenn ich zum Beispiel jetzt unsere Sonne entferne, dann merkt die Erde erst ein bisschen später, 8 Minuten später, dass die Sonne weg ist. Das bedeutet, wir fliegen 8 Minuten weiter auf unserer Bahn um die Sonne und dann ist die Sonne weg und dann fliegen wir weiter schwerelos geradeaus sozusagen. So einfach, wie wir das jetzt dargestellt haben, war das für Einstein damals nicht. Er hat ja Jahre dazu gebraucht, bis er das überhaupt raus hatte, die schwierige Geburt einer revolutionären Theorie mit der Relativitätstheorie. Aber Einstein war ja nicht nur darauf fixiert, sondern er hat ja dann auch schon ein Jahr später die Gravitationswellen vorausgesagt. Und das war für die damalige Zeit eigentlich eine Sensation, obwohl man das damals gar nicht so wahrgenommen hatte. Genau, also das war für ihn so ein, ich spiele mal ein bisschen mit den Gleichungen rum, die ich aufgeschrieben habe. Und dann kommt eben raus, dass der Raum selber ja flexibel ist. Und dass der nicht nur so verdellt werden kann, also gekrümmt, sondern dass diese Krümmung auch wie Wellen sich ausbreiten kann, nämlich dann, wenn sich Massen beschleunigt bewegen, also zum Beispiel, wenn zwei Sterne oder schwarze Löcher umeinander kreisen. Und das hat dann Auswirkungen auch in großer Distanz. Der ganze Raum wird quasi in Wellenschlagen versetzt. Das breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, so seine Theorie. Er hat dann auch selber abgeschätzt, die Auswirkungen sind aber so winzig, das wird man niemals messen können. Er hat ja auch ungefähr 100 Jahre lang Recht behalten. Und die Auswirkungen sind prinzipiell aber ganz einfach zu verstehen. Das kann man an dem Modell hier unten sehen. Wenn Gravitationswelle von oben auf dieses Modell käme sozusagen, dann würde der Raum gedehnt und gestaucht und zwar in der Art und Weise, die man hier sieht. Es wird erst in eine Richtung breiter gezogen, in die andere senkrecht dazu stehende ein bisschen zusammengedrückt und dann umgekehrt gedehnt und gestaucht. Und so im Rhythmus der Welle würde quasi der gesamte Raum und alles, was darin ist, gedehnt und gestaucht werden. Und das ist das, was Gravitationswellen machen. Den Raum dehnen und stauchen, senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung. Und danach muss man suchen. Das Problem ist nur, dass das nicht so viel ist, wie ich gerade hier gezeigt habe, sondern die Längenänderung wäre ein Tausendstel, Milliardstel, Milliardstel der Länge, die man tatsächlich zu messen versucht. Bedeutet zum Beispiel, Abstand zwischen Erde und Sonne ändert sich um den Durchmesser eines Atoms. Und das sind 150 Millionen Kilometer. So viel müsst ihr auf ein Atom genau vermessen. Und deswegen konnte sich Einstein nicht vorstellen, dass man das wird jemals messen können. So, was wir jetzt machen, ist Fahrradfahren für die Wissenschaft. Wir wissen ja, Licht ist immer gleich schnell. Egal, ob wir hinterherfahren oder entgegenfliegen. Wir machen das jetzt hier mal auf einem Fahrrad. Ein Simulator zeigt auf dieser Leinwand die Tübinger Innenstadt. Und wir fahren jetzt mit Lichtgeschwindigkeit durch diese Stadt. Und Benjamin Knispel wird uns jetzt mal erzählen, was sich verändert. Wir sind jetzt bei 23%. Genau, wenn man schneller wird, stellt man erstmal fest, dass das Gesichtsfeld vorne so zusammengedrückt wird. Also man sieht plötzlich mehr und alles scheint ein bisschen weiter wegzurücken. Dieser perspektivische Effekt stammt eben von der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit. Das eine ist der Effekt, den Sie alle kennen, wenn Sie Auto fahren und es regnet. Dann sieht man eben, dass der Regen scheinbar vor allem von vorne kommt, obwohl der eigentlich senkrecht runterfällt. Und das ist das Gleiche mit den Lichtstrahlen, die Sie aus allen Richtungen erreichen. Aber wenn Sie schnell fahren, eben vor allem von vorne zu kommen scheinen. Das andere ist, dass Sie auch plötzlich Licht sehen können, das eigentlich von hinten kommt und dann von der Kamera eingefangen wird, weil die sozusagen mit dem Licht mitfliegt. Wenn man jetzt eben so richtig schnell fährt, dann sieht man, dass das so einen extremen Tunnelblick und ganz gekrümmt wird. Dann gibt es eben wirklich den Effekt, dass man fast ganz rund um sich rumgucken kann, wenn man mit 99% der Lichtgeschwindigkeit fährt. Warum verschwinden Käfer, Schmetterlinge und auch die Bienen? Der November der Wissenschaft will es wissen, vor allen Dingen in einer Talkrunde in diesem Format. Wir interviewen dazu Professor Dr. Thomas Fahrtmann von der Universität Osnabrück. Das ist ja wirklich eine Frage, die wir uns schon länger gestellt haben. Warum ist das so? Ja, also die wichtigste Einflussgröße für den Rückgang von Insekten und nicht nur von Insekten, sondern generell für Rückgang von Artenvielfalt ist der Landnutzungswandel. Das gilt sowohl in Deutschland als auch weltweit. Und auf dieser Ebene Landnutzungswandel hat sich massiv was getan, insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben vor dem Zweiten Weltkrieg, würde ich mal sagen, in Mitteleuropa eine Landschaft gehabt, die war flächendeckend für Insekten nutzbar geeignet. Das hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg aber deutlich verändert. Wir haben eine ganz starke Zunahme gehabt der Siedlungs- und Verkehrsflächen. Da sind wertvolle Lebensräume von Insekten verschwunden. Wir haben auch in der Agrarlandschaft eine starke Homogenisierung der Landschaft gehabt. Wir haben einen Verlust von Strukturen in der Agrarlandschaft gehabt. Wir haben auch das Thema Pestizideinsatz, was auch eine Rolle spielt. Aber das ist ein
Also sind ganz, ganz viele Faktoren, die auf dieser Ebene der Veränderung der Landschaft eine Rolle gespielt haben. Das sind nicht nur die Pestizide, also es ist viel, viel mehr. Wer trägt denn daran die Hauptschuld? Wir die Städte planen, wir, die wir Pestizide einsetzen? Oder ist das ein ganz natürlicher Vorgang auch in der Natur? Nein, natürlicher Vorgang ist es nicht. Also die aktuellen Aussterberaten sind circa um den Faktor 1000 höher, als es natürlicherweise zu erwarten wäre. Also dieses Aussterben ist menschengemacht. Dafür sind wir verantwortlich und da muss sich die Gesellschaft eben fragen, was will die Gesellschaft? Möchten sie weiter Artenvielfalt haben? Und mit dieser Artenvielfalt sind natürlich viele Dinge verknüpft. Organismen, die bringen auch viele Leistungen für den Menschen, Bestäubungsleistungen in der Landwirtschaft nicht wegzudenken eigentlich. Geben Sie uns noch mal ein paar Beispiele. Also welche Insektenarten sind denn völlig verschwunden oder sterben aus? Und was hat das für Folgen zum Beispiel auch für die Tierwelt als Nahrungsgrundlage? Ja, also als Tier oder genau, vielleicht wenn wir diese großinsektenfressenden Vögel uns zum Beispiel anschauen, das ist die Blauracke, das sind bestimmte Würgerarten, der Schwarzstirnwürger, der Rotkopfwürger, und die haben sich zum Beispiel von Maikäfern früher ernährt. Früher waren Maikäfer Massenentwicklung was ganz Gängiges, das hat sich aber nach dem Zweiten Weltkrieg relativ schnell verändert, die sind massiv bekämpft worden, die waren weg. Oder nehmen wir die Dunkkäfer, früher waren unsere Weidetiere draußen in der Landschaft. Wir haben Kot gehabt von den Rindern, da kamen die Dunkkäfer. Wo findet man heute noch Weidetiere in der Landschaft? Und das wären so Beispiele einfach. Der Neuntöter ist zum Beispiel so eine typische Art, die eben sehr gerne diese Dunkkäfer frisst. Ja. Ja, Vögeln wird die Nahrungsgrundlage damit mehr und mehr entzogen. Genau so ist es. Vögeln wird die Nahrungsgrundlage entzogen. Und wir haben gerade bei den Vögeln der Agrarlandschaften, es gibt keine Vogelgruppe in Mitteleuropa, wo wir so dramatische Rückgänge haben wie bei den Vögeln der Agrarlandschaft. Die sind wirklich dramatisch. Wo man sagen muss, wo die Situation gerade gar nicht so ungünstig ist, das ist bei den Fledermäusen, die sich auch von Insekten natürlich ernähren, also nur eigentlich nur von Insekten. Und da ist es so, dass insbesondere die Arten, die in Wäldern leben, da haben wir Pestizidbehandlungen, wie sie in den 50er, 60er, 70er Jahren gängig waren, die haben wir heutzutage nicht mehr in den Wäldern. Und da haben sich dann auch die Bestände bestimmter Insekten wieder erholt, muss man sagen. Und das sieht man auch an den Populationsentwicklungen der Fledermäuse. Die nehmen wieder zu, die Fledermäuse. Auf der anderen Seite haben wir Windenergieanlagen, wo wir dann auch wieder Verluste haben durch die Rotorblätter oder durch das sogenannte Barotrauma. Da reicht es einfach schon, dass wenn diese Rotoren mit hoher Geschwindigkeit ankommen, dass diese Druckunterschiede also zu tödlichen Verletzungen bei diesen Tieren führen. Und sie müssen noch nicht mal mit den Rotoren kollidieren. Was müssen wir denn jetzt konkret tun? Sollen wir jetzt unsere Gärten wieder anders gestalten beispielsweise? Wäre ja ein kleiner Anfang. Genau, in den Gärten kann man schon einiges machen. Braucht man Pestizide im Garten zum Beispiel? Muss der Garten komplett versiegelt sein? Oder haben wir auch eine gewisse Vielfalt im Garten? Haben wir vielleicht noch einen kleinen Nutzgarten? Haben wir einen Ziergarten und nicht nur Rasen oder asphaltierte Fläche? Das sind ganz kleine Anfänge. Auch in der Agrarlandschaft ist es so, dass wir da sicherlich höhere Anteile brauchen von Flächen, die extensiv genutzt werden, die nicht intensiv genutzt werden, die stärker aus der Produktion oder rausgenommen werden. Ja, was können wir denn jetzt konkret tun, um das Rad ein bisschen zurückzudehnen, um vielleicht den Insekten wieder eine Grundlage zu geben, dass sie sich wieder vermehren können? Ja, also ein Beispiel wäre zum Beispiel die Agrarpolitik, wie sie aktuell ist. Wir haben eine sogenannte Flächenprämie, dass jeder Landwirt kriegt per se, wenn er Land eben besitzt, kriegt er schon Subventionen. Und das ist vollkommen egal, was er auf diesen Flächen macht. Und da müssten diese Subventionen oder dieses Geld vielleicht stärker in Biodiversitätsleistungen fließen, dass wir sagen, es wird honoriert, wenn jemand nachhaltig wirtschaftet. Das haben wir bislang noch nicht. Ja, wir haben es gehört, das große Insektensterben hat mehrere Gesichter und mehrere Faktoren. Dr. Werner von der Uhr vom Institut für Bienenkunde in Celle, aus Ihrer Sicht, woran liegt es besonders? Wenn wir auf die Honigbiene schauen, liegt es vor allen Dingen an Krankheiten, insbesondere der Varroamilbe. Der Varrose kombiniert Varroamilbe mit Viren. Wenn wir auf die Wildbienen schauen, dann sind es mehrere Faktoren. Ein wesentlicher Faktor ist sicherlich die Versiegelung und der Verlust, die Versiegelung von Böden und der Verlust von Habitaten, also von Lebensräumen für diese Tiere. Aber auch das Fehlen von bestimmten Pflanzen. Und wir dürfen die Pflanzenschutzmittel hier nicht ausklammern, die auch eine gewisse Rolle spielen werden. Lichtverschmutzung, Lichtsmog etc. kommen sicherlich auch noch dazu. Was können wir dagegen tun? Jeder kann was tun.
in seinem Bereich schauen, ob es wirklich in Ordnung ist, was er dort gemacht hat in seinem Garten, ob man das nicht besser gestalten kann. Von den Kommunen her, dass man wieder Naturräume schaffen muss, dass man aufpassen muss, ob man wirklich alles so versiegelt, wie es im Moment geschieht. Und dann eben auch wirklich für Nachhaltigkeit bei den Pflanzen zu sorgen. Wir haben versprochen in dieser Sendung, es geht tierisch zu, obwohl wir jetzt eigentlich eher über pflanzliche Stoffe reden. Wir sind nämlich im Physiologischen Institut an der Tierärztlichen Hochschule Hannover verabredet mit Dr. Gerhard Brewis, der dieses Institut leitet. Es geht um die Kuh, es geht um die Methanbildung. Und was haben wir jetzt hier vor uns? Wir prüfen zurzeit untersuchen zurzeit eine Fragestellung, bei der es darum geht, bestimmte Substanzen dahingehend zu testen, ob sie imstande sind, die Methanbildung im Vormagensystem bei Wiederkäuern zu reduzieren. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass die Methanbildung unter ökologischen Gesichtspunkten, sprich Treibhauseffekt oder Klimaänderung, eine besondere Bedeutung hat. Und man nimmt ja an, dass der Anteil der Wiederkäuer an der globalen Methanemission doch in einer Größenordnung irgendwo zwischen 10% und 20% liegt. Und somit sind Fragestellungen, wo es darum geht, die Methanbildung zu reduzieren, ohne den Vormagenstoffwechsel zu beeinträchtigen, von hoher Relevanz. Und das untersuchen wir hier zurzeit. Was haben wir hier konkret? Beschreiben Sie uns das mal. Das sind 6 Gefäße, die angeschlossen sind. Sie sehen hier eine sogenannte In-vitro-Fermentationsanlage. Also diese Technik stellt eine komplette Ersatzmethode zum Tierversuch dar. Und man kann diese Gefäße am Beginn des Tages oder des Versuches mit Vormagenflüssigkeit, also mit Pansen-Inhalt oder Vormageninhalt füllen und kann dann die natürlichen Bedingungen, so wie sie auch im Rind oder im Schaf oder in der Ziege existieren, über lange Zeit simulieren. Und das ist eine Technik, die schon vor mehreren Jahrzehnten etabliert worden ist und die führen wir hier seit vielen Jahren durch. Mit welchen Stoffen denn? Was probieren Sie denn jetzt genau aus? Die Substanzen, die wir hier zurzeit prüfen, ist eine pflanzliche Substanz, eine Mischung aus Nebenprodukten aus der Verarbeitung von Zitrusfrüchten und von Knoblauch. Und diese Mixtur ist als Einzelfuttermittel eingetragen. Sie ist ja, wie gesagt, rein pflanzlicher Herkunft und ist auf dem Markt unter dem Namen Mutrol. Es ist von einer englischen Firma entwickelt worden und wir haben in einem vorangegangenen Versuch festgestellt, dass es durch Zugabe dieser Substanz in den Vormagen zu einer ganz massiven Methanreduktion kommen kann, ohne dass dabei der mikrobielle Stoffwechsel beeinträchtigt wird. Also Zitrusfrüchte und Knoblauch ist ja wirklich eine Mixtur, auf die wäre ich garantiert nicht gekommen. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Was wir schon wissen ist, aus dem vorangegangenen Versuch, dass die Mikroorganismen, die für die Methanbildung im Vormagensystem verantwortlich sind, das sind die sogenannten Archaeen, eine sehr ursprüngliche Gruppe von Mikroorganismen, dass die Zusammensetzung der Archaeengemeinschaft, also sie werden durch viele verschiedene Arten geprägt, sich deutlich verändert. Und da vermuten wir also auch den Wirkungsmechanismus. Aber wir sind da noch nicht am Ende. Das sind laufende Versuche und diese Studien werden weitergehen noch. Das heißt also, wenn Sie also aus Zitrusfrüchten und Knoblauch diese Mixtur, wenn sich das bewahrheitet, dass dadurch weniger Methan produziert wird, dann wird das irgendwie noch stärker als Futtermittel eingesetzt? Also es gibt bereits Studien aus In-vivo-Untersuchungen, also an Tieren. Und diese Ergebnisse weisen in eine ähnliche Richtung, dass auch in einem Milchviehbetrieb, wenn diese Substanz eingesetzt wird, es zu einer signifikanten Reduktion der Methanemission kommt. Damit liegt hier natürlich in dieser Substanz ein enormes Potenzial, um von dieser Seite her den Klimaveränderungen entgegenzuwirken. Wir sind hier zu Gast in der Reproduktionsmedizinischen Einheit der Tierärztlichen Hochschule bei Professorin Dr. Sandra Gürike-Pesch. Das könnte ein Wartezimmer in einer Tierklinik sein. Wir sind ja auch quasi in einer Klinik, aber auch in einer Hochschule. Und wir untersuchen jetzt einen kleinen Patienten, 2 Jahre alt, Mischling, Käppchen heißt er. Was machen wir jetzt? Ja, also wir werden jetzt beim Caspian eine andrologische Untersuchung durchführen, die wir zum Beispiel im Rahmen der Samengewinnung im Anschluss nachweisen, letztendlich, dass alle Organe
bei ihm so vorhanden sind und normal ausgeprägt sind. Wir machen das aber auch natürlich bei Patienten, die andrologische Erkrankungen haben. Die Andrologie ist die Lehre des Männlichen. Also das heißt, wenn er jetzt eine Hodenerkrankung hätte oder eine Prostataerkrankung, die bei Hunden auch sehr häufig vorkommt, würden wir auch hier eine Untersuchung in dieser Art durchführen und letztendlich so versuchen, eine Diagnose zu stellen. Hier geht es um Fortpflanzung, hier geht es auch um Kastration. Was erforschen Sie alles? Welche Felder? Also wir arbeiten wissenschaftlich auf ganz verschiedenen Feldern. Also wir arbeiten zum einen auf dem GNH-Implantat, was letztendlich zur medikamentösen Kastration eingesetzt wird. Da arbeiten wir, haben wir sowohl klinische Studien, aber auch wissenschaftliche Fragestellungen, wo wir das letztendlich als Modell für die Regulation der Spermatogenese, der Spermienbildung nutzen. Wir haben ein großes Projekt über Azoospermie, also bei Rüden, die ursprünglich mal fertil waren, dann keine Spermien mehr im Ejakulat haben, wo dann Hodenbiopsien für die Diagnostik gewonnen werden, um das letztendlich besser zu verstehen. Und dann haben wir noch ein sehr großes Projekt, wo wir auch aktuell eine PhD-Studentin dran haben, in Zusammenarbeit mit der Physiologie, wo wir uns mit der Venenschwäche der Hündin und deren Ursache beschäftigen und da auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wollen. Das heißt, wie ist es darum bestellt? Naja, über die Venenschwäche ist es eine der häufigsten Diagnosen bei der Hündin in der Geburt. Oh, es gibt eine Venenschwäche. Dementsprechend muss ein Kaiserschnitt durchgeführt werden, um das Leben der Mutter und der Welpen sicherzustellen. Aber trotzdem ist es sehr häufig nur eine Verdachtsdiagnose. Wir müssten wie bei Menschen einen Venenschreiber nutzen, um letztendlich die Diagnose selber zu stellen. Und dann wüssten wir auch trotzdem noch nicht die Ursache. Und es gibt letztendlich sehr viele Spekulationen, was alles die Ursache sein könnte. Aber es gibt nichts, was so ein bisschen das Ganze unterfüttert und das Ganze belegt. Ist das denn schon typisch, dass man eine Venenschwäche hat, oder ist es typisch, dass man dann auch einen Kaiserschnitt machen muss? Kommt das häufiger vor als früher? Ja, also ich kann jetzt schlecht beurteilen, ob es häufiger vorkommt als früher, aber die Venenschwäche ist doch eine sehr häufige Diagnose. Der Kaiserschnitt insgesamt ist auch ein sehr häufiges medizinisches Vorgehen in der Kleintierpraxis. Und da ist es tatsächlich so, dass man natürlich auch teilweise Rassen hat, wo gezielt, also auf Wunsch der Besitzer, ein Kaiserschnitt durchgeführt wird, was ja manchmal so ein bisschen als Wunsch-Kaiserschnitt wie beim Menschen bezeichnet wird. Man muss aber klar sagen, dass wir natürlich als Tierärzte so einen Wunsch-Kaiserschnitt nur machen, wenn auch letztendlich eine medizinische Indikation vorliegt. Es gibt bestimmte Rassen, wo die Kopfform nicht so ist, dass die Geburt üblicherweise normalerweise problemlos stattfindet. Und wenn ich dann das Risiko habe, dass die Welpen und die Hündin stirbt, dann ist natürlich der Kaiserschnitt zwar irgendwo ein Wunsch-Kaiserschnitt, aber man kann besser sagen, ein terminierter Kaiserschnitt, um letztendlich das Risiko zu umgehen. Und wie gesagt, bei der Venenschwäche, das ist die häufigste Geburtsstockungsursache bei der Hündin, das haben wir ganz häufig. Dann schauen wir uns noch die Prostata an. Wir sehen hier sehr schön flüssigkeitsgefüllt die Blase. Wenn man jetzt das Ganze so ein bisschen verkippt, kann man hier, im Prinzip geht die Harnröhre weiter, und dann haben wir hier die Prostata, die sich weitestgehend einheitlich darstellt, und die ist auch von der Größe 3,2 x 2,6 cm. Physiologisch, die Prostata weist hier keine flüssigkeitsgefüllten Zysten auf. Diese würden sich schwarz darstellen, genauso wie wir hier die Blase sehen. Ne? Würden wir dann auf der Prostata, auf unserem Organ, da schwarze Hohlräume sehen, die im Prinzip als Prostatazysten zu identifizieren werden. Das heißt also, dieser Patient, der Kaspian, hat also eine normale Prostata bei einer normalen Größe für seine Gewichtsklasse und hat auch normale, unveränderte Hoden. Sind denn Prostataerkrankungen bei Hunden wirklich sehr dominant und sehr oft? Also Prostataerkrankung ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung beim älteren intakten Rüden, und älter kann dann je nach Rasse durchaus ab 5 Jahren sein. Ist genau wie beim Mann, ne? Also da, wo ja auch Prostataerkrankungen eine sehr große Rolle spielen. Der Irrglaube vieler Besitzer ist halt, dass ja beim Mann zu Harnabsatzproblemen kommt, dass der Hund auch Harnabsatzprobleme zeigt. Allerdings ist es beim Hund so, dass die klassischerweise Kotabsatzprobleme zeigen oder halt Einschränkungen der Fruchtbarkeit. Und diese Kotabsatzprobleme können natürlich so massiv sein, dass sie überhaupt keinen Kot mehr absetzen
lassen können, dann fällt es dem aufmerksamen Besitzer natürlich auf. Es kann aber auch durchaus subtil sein. Das heißt, dass die Würste des Hundes abgeflacht sind, der sich vielleicht einfach häufiger hinsetzt. Oder halt, wie gesagt, bei den Zuchtrüden haben wir es auch sehr häufig, dass wir dann erst im Rahmen der Samengewinnung feststellen, dass Blutbeimengungen, bräunliche Verfärbung der verschiedenen Fraktionen des Ejakulates vorliegen, wo man dann eigentlich schon sicher weiß, der Rüde hat ein Prostataproblem, im Regelfall die gutartige Vergrößerung und Prostatazysten. Und damit letztendlich die Fruchtbarkeit wiederhergestellt werden kann und auch die Allgemeingesundheit, muss der Hund letztendlich behandelt werden. Und das ist natürlich wichtig auch fürs Verständnis. Also, aber Prostataerkrankungen sind die häufigste Erkrankung eigentlich, die wir sehen, auch im Alltag, sowohl bei Zuchtrüden als auch bei Nichtzuchtrüden. Sollte man deswegen auch eine Kastration genau abwägen, ob man es durchführen lässt oder nicht? Also es gibt, natürlich sollte man eine Kastration immer genau abwägen und es gibt immer natürlich verschiedene Argumente, die von verschiedenen Seiten aufgeführt werden, für oder gegen die Kastration. Wir haben natürlich dem Ganzen zugrunde liegen ja auch eine rechtliche Basis. Wir haben ein Tierschutzgesetz, was uns die Kastration per se eigentlich verbietet. Die Entnahme von Organen ist verboten, es sei denn, wir haben eine medizinische Indikation. Hier wäre zum Beispiel die Prostatavergrößerung als Indikation anzunehmen. Aber ich darf nicht, weil es mir lästig ist, dass der Rüde sich für die Hündin interessiert, darf ich ihn nicht per se kastrieren. Und auch das Zweite, was halt zur Verhinderung der unkontrollierten Fortpflanzung, was im Tierschutzgesetz erwähnt wird, ist für den Hund ja eigentlich, wo wir einen Halter haben, der am anderen Ende der Leine hängt, auch eigentlich nicht wirklich ein Argument. Mittlerweile weiß man auch nicht nur beim Rüden, aber auch bei der Hündin, wo ja doch die Kastration häufiger zur Haltungserleichterung durchgeführt und auch empfohlen wird, dass die Kastration sehr viele Langzeitauswirkungen hat, die vielfältigerweise auch nicht nur positiv sind. Also es gibt durchaus Harninkontinenz, Haarkleidveränderungen, manche Sachen sind halt medizinisch relevant, das andere ist nur ein kosmetisches Problem, aber es gibt auch bestimmte Tumoren bei Hündinnen und Rüden, die infolge der Kastration gehäuft auftreten. Die klassische Argumentation, dass es gegen Gesäugetumoren schützt bei der Hündin, wenn man den Hund frühzeitig kastrieren lässt, das ist heute sehr umstritten. Die Datenlage ist definitiv nicht beweisend. Also das heißt, jede Art von Kastration braucht eine medizinische Indikation und sollte immer sorgfältig abgewogen werden, weil man natürlich massiv in den Organismus eingreift. Wir sind zu Gast beim Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, hat auch was mit Wissenschaft zu tun, kooperiert eng mit der Universität Göttingen und wird getragen vom Ministerium für Wissenschaft in Niedersachsen. Wir sind zu Gast im Büro von Professor Dr. Thomas Bliesener, der Leiter des Kriminologischen Forschungsinstitutes. Wir haben gelernt in unserem Vorgespräch, dass die Menschen mehr Angst bekommen haben vor Kriminalität. Allerdings die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Woran liegt das? Das ist richtig. Wir haben ein deutliches Auseinanderdriften des tatsächlichen Risikos mit dem gefühlten Risiko. Die Gründe für dieses Auseinanderdriften, die kennen wir nicht genau. Wir haben nur einige Vermutungen, die das erklären können. Diese Vermutungen gehen eigentlich in drei Richtungen. Das eine ist, dass sich die mediale Darstellung über Kriminalität etwas verändert hat. Wir haben heute ein sogenanntes Stilmittel des sogenannten Storytellings. Das bedeutet, dass Medien versuchen, an einem Fall dran zu bleiben, über einen Fall mehrfach zu berichten. Das ist sicherlich sinnvoll, führt allerdings beim Rezipienten, das war beim Leser, beim Zuhörer, beim Zuschauer, häufig dazu, dass er eigentlich die Referenz zu dem einzelnen Vorfall verliert. Das heißt, er hört fünfmal von einem Fall und kann nicht mehr diese fünf Nachrichten auf den einzelnen Fall zurückführen. So erhöht sich die vermeintliche Zahl der Vorfälle. Ein zweiter ganz wichtiger Aspekt sind die digitalen Medien, wo wir das Phänomen beobachten, dass wir mit Nachricht, wenn wir einmal uns informieren wollen über einen bestimmten Vorfall, über Kriminalitätsphänomene zum Beispiel, dass wir dann durch die dahinterliegenden Algorithmen mit weiteren Nachrichten versorgt werden. Wir werden fast zugeschüttet mit weiteren Informationen und dadurch überschätzen wir eigentlich die Zahl dieser Vorfälle. Der dritte ganz wesentliche Aspekt oder Faktor ist die Macht der Medien. Wir haben heute durch die weite Verfügbarkeit von Überwachungskameras, aber auch von Handys, Smartphones, Kameras, haben wir viel mehr authentisches Material von zum Beispiel schweren Gewaltvorfällen. Also Vorfällen, wo jemand einem Opfer auf den Kopf springt oder wo ein Täter, ein unbeteiligtes Opfer eine Treppe hinuntertritt.
Diese Bilder, die haben eine viel stärkere Dynamik als Standbilder, als Fotos, und die hinterlassen auch einen sehr viel stärkeren Eindruck. In der Gesamtschau führt das dann dazu, dass wir, wenn wir an ein Phänomen denken wie Kriminalität, eigentlich viel mehr Ansatzpunkte, viel mehr einzelne Gedächtniseinträge haben. Und wir wissen aus der Psychologie, wenn wir uns über die Häufigkeit von Ereignissen Gedanken machen, dann fragen wir uns selbst, wie viel fällt mir dazu ein? Und je mehr mir dazu einfällt, umso dramatischer, häufiger halte ich das Phänomen. Ein ganz großer Punkt ist Cyberkriminalität, also das, was im Internet stattfindet oder über das Internet. Inwieweit forschen Sie da? Da haben wir ein relativ weites Spektrum. Wir beginnen im Grunde genommen mit den frühen Formen, auch den einfachen Formen, leichteren Formen des sogenannten Cyberbullying. Also wir befragen zum Beispiel Schüler, ob sie mit dem Tatmittel Internet andere drangsalieren, andere niedermachen, andere schädigen. Aber das ist nur die eine Seite dieses ganzen Spektrums. Wir betrachten auch dann in einem anderen Projekt Angriffe gegen Unternehmen, die durchaus Millionenschäden verursachen können, wo also auch mit einer besonderen kriminogenen Energie dann gearbeitet wird. In der Regel werden Schwachstellen gesucht und dann diese Schwachstellen, diese Lücken genutzt, um entweder einen Datendiebstahl vorzunehmen, eine Datenmanipulation vorzunehmen oder auch in zum Beispiel Fertigungsprozesse einzugreifen und Fertigungsprozesse stillzulegen oder damit zu drohen, diese stillzulegen und darüber dann zum Beispiel Gelder zu erpressen, meistens in einer Kryptowährung. Was für Unternehmen gilt, das gilt ja für uns Bürgerinnen und Bürger auch. Wie können wir uns schützen? Das heißt, müssen wir einfach kritisch bleiben? Ja, unbedingt. Also wir müssen uns letztendlich, wenn wir uns im Internet bewegen und mit Kontakt mit anderen Personen haben, dann auch immer wieder im Hinterkopf die Frage stellen, ist das jetzt authentisch, ist das jetzt ist das in Ordnung? Zum Beispiel, wenn ich im Internet ein Angebot wahrnehme, um irgendetwas zu erwerben, dann sollte ich mich nicht einfach von einer schön aufgemachten Seite locken lassen, sondern sollte wirklich genau prüfen, ist das vom Angebot bis zum Impressum, ist das alles sauber aufgearbeitet und ist das seriös? Das ist eine schwierige Aufgabe, weil das häufig eben auch sehr gut gefälscht wird, aber allein schon die grundsätzliche Haltung, dass das ja auch eine betrügerische Absicht sein kann, die kann manchmal schon sehr hilfreich sein. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen spielen, natürlich ganz im Sinne der Wissenschaft, im Kindermuseum Zinnober in Hannover. Da werden die Kinder zu Bob, dem Baumeister, und natürlich auch zu Stadtplanern und Architekten, denn hier gibt es eine ganz, ganz tolle Mitmachausstellung, die auch im November der Wissenschaft im Fokus stand und die es noch gibt bis April nächsten Jahres. Da kann man nämlich seine eigene Stadt planen, sein eigenes Wohnhaus planen, hier zum Beispiel am Leuchttisch. Da können die Kinder sich das abpausen, so wie sie das Wohnhaus gerne hätten, und es geht noch viel weiter. Wir planen uns jetzt mal eine ganze Stadt. Zusammen mit Renate Ditscheid-Bartolosch, der Leiterin des Kindermuseums, wollen wir nämlich hier mal eine Stadt entstehen lassen. Wir haben jetzt schon einiges geschaffen. Wir haben jetzt Parkplätze. Was bauen wir als nächstes? Als nächstes suchen wir uns eine Schule. Die habe ich hier, genau. Die Schule können Sie nehmen. Und die Kinder können überlegen, wo kommt die Schule hin. Die Schule sollte für die Kinder hier an einem Ort, wo man dann auch ins Grüne kann. Kommt also, und dann bauen wir hier daneben direkt einen Spielplatz, das passt. Genau, und da ist auch der Funkturm, den kann man besteigen. Und zu dem Funkturm kommt natürlich hier noch die Parklandschaft. Wunderbar, und weil eine Stadt natürlich auch Industrie haben muss, bauen wir die ganz ans Ende der Stadt, dass die den Kinderfrieden nicht stört. Genau, und dann kann man mit den Kindern noch besprechen, was brauchst du noch? Manchmal sagen die ein Krankenhaus oder manchmal sagen die auch ein Rathaus. Und dann suchen sie sich hier aus den vielen Stickers die entsprechenden Motive raus. Und das macht den Kindern wahrscheinlich auch ganz doll Spaß, mal so eine Stadt entstehen zu lassen nach ihren eigenen Wünschen. Ne? Auf jeden Fall. Und das ist auch manchmal ganz erstaunlich, was sie dann machen. Das Rathaus wird manchmal dann nämlich hier zur Industrie gesetzt und nicht ins Zentrum. Und ein Museum gibt es natürlich auch, weil wir ja auch ein Kindermuseum sind. Das heißt, wir sind eigentlich eher ein Spielort. Und das Kindermuseum kommt hier neben die Schule.
Das können wir ja mal kurz erklären. Kindermuseum kommt aus dem Amerikanischen von 1899. Dort wurde es entworfen, aber nicht als Museum, sondern als Mitmachstätte. Genau, als Mitmachstätte ist das gegründet worden in New York, in Brooklyn, das gibt es heute noch. Und das hat ein Museumsdirektor gegründet und Pädagogen. Und die haben Sammlungen angelegt, die man benutzen und anfassen darf, weil die sich gesagt haben, wir haben hier so viele Kinder, die alle ganz fremde Sprachen sprechen und aus anderen Kulturräumen kommen. Und die lernen am besten, wenn sie Gegenstände haben und wenn sie die benutzen dürfen. Man lernt natürlich viel besser, das ist eine Gießkanne. Ich habe hier so eine süße kleine Gießkanne. Wenn ich die in der Hand habe, als wenn ich das als geschriebenes Wort habe, habe ich eine viel bessere Vorstellung. Und die Idee des Kindermuseums hat sich dann natürlich weiterentwickelt zu Lern-, Spiel- und Erlebnisorten. Und von der Planung geht's jetzt natürlich auf die Baustelle. Wir sind jetzt hier mitten auf der Baustelle im großen Spielezimmer hier. Wir haben die Kranführerin und pädagogische Mitarbeiterin Ilka Schwarz. Und welche Rollen haben Sie jetzt für uns noch verteilt? Ja, ich brauche natürlich noch einen Assistenten, der mir die Trockenbauwände an den Kran hängt und eine Bauarbeiterin, die die Wände dann anschließend einsetzt. Und so planen und bauen wir jetzt ein ganzes Haus? Jawohl. Gut, dann mal anhängen, genau. Einmal hier dran und dann bitte hochziehen. So bauen sich die Kinder ihr eigenes Haus mit fertigen Wänden. Ich denke, das macht tierisch Spaß, oder? Super Spaß. Die hören hier gar nicht auf. Wir kriegen die gar nicht raus. Ich hatte neulich eine Gruppe selbst mit so 10-Jährigen. Und ich wollte mit denen einen Workshop machen und Hausmodelle bauen und ins Planungsbüro. Und die haben gesagt, nö, machen wir nicht. Wir wollen unser Haus weiterbauen. Und die haben das aufgebaut, abgebaut. Waren voll dabei. Ja, ein bisschen schrauben muss man da auch ein bisschen noch, ne? Ich das festkriege. Wunderbar, so können auf jeden Fall Kinder schon ab dem Kindergarten hier sich richtig austoben. Schon die kleinen Kinder in den Kita-Gruppen ab 3 Jahren können sich hier austoben. Bis hin zu 12 Jahren reicht hier das Spektrum der Kinder, die sich hier auf der Baustelle richtig austoben und auch spielen können. Und hier hat man auch den Lauf des Wassers anhand von Schläuchen mit Murmeln nachempfunden. Das können Kinder natürlich auch bauen und gucken, ob die Murmel das Ende findet. Ja, das Gefälle ist groß genug. Dann funktioniert das auf jeden Fall. Auch das können Sie ein bisschen nachempfinden in dieser Mitmachausstellung. Und natürlich haben die Kinder auch daran unwahrscheinlich viel Spaß. Da kommen die Murmeln nach und nach an. Und so wird der Wasserlauf simuliert. Und dazu gibt es auch noch ein richtiges Bauarbeiterhäuschen. Da, wo natürlich die Helme liegen und auch die Sicherheitswesten. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen rumschwenken in den nächsten Raum, dann sehen wir, es geht noch viel, viel weiter. Da hinten gibt es Plakate rund um die Gemüseernte, Blumenkunde, Kräuterkunde. Dann gibt es eine kleine Sofaecke. Natürlich soll auch das Spielen nicht zu kurz kommen. Zum Beispiel hier dieses wunderbare magnetische Tischfußballspiel. Fördert Auge-Hand-Koordination. Gibt es natürlich auch für Kinder hier eine ganze Menge zum Entdecken. Und eine riesige Bücherecke mit ganz, ganz vielen Büchern. Natürlich auch hier rund um die Architektur. Deswegen sind die Kinder ja hier auch Baumeister und Architekten. Und hier greife ich mal in dieses Regal. Natürlich darf auch aus Hannover der kleine Drache Kokosnuss nicht fehlen, denn der Autor Ingo Siegner ist Förderer und Schirmherr dieses Museums. Und auch die Verpflegung darf nicht zu kurz kommen. Frau Ditscheid, hier können die Kinder eine kleine Pause einlegen. Auf jeden Fall. Hier sind die Tische, das ist so für 20 bis 25 Kinder. Und die können ihre Frühstücksvesper hier machen oder auch ihre Mittagspause, dürfen ihre Sachen mitbringen. Wenn Kinder nichts haben, dann können sie bei uns auch kostenlos Wasser und Apfelsaft bekommen und die Erwachsenen Kaffee oder einen Tee. Und Kekse gibt es auch oder selbstgebackenes manchmal, nicht immer. Wie beobachten Sie die Kinder? Was macht das mit Ihnen, wenn die hier 2-3 Stunden waren und mal ein bisschen gebaut und gespielt haben? Also es ist eigentlich ganz erstaunlich. Die sind relativ ausgeglichen. Wir haben immer gedacht, oh, was wird das? Hier in dem Kindermuseum werden die ganz wild. Aber nein, es gibt so unterschiedliche Charaktere von Kindern. Manche Kinder, die gehen erstmal überall rum und gucken sich alles an und dann konzentrieren sie sich auf eine Sache. Und andere Kinder, die fangen sofort an, miteinander zu spielen. Oder es gibt eben auch Kinder, die suchen sich so ein kleines Konstruktionsspiel und bleiben erstmal bei sich. Und dann sitzen die hier auch und bauen und dann öffnen sie sich und entdecken die anderen Sachen. Also wir haben eigentlich überhaupt keine Probleme mit Kindern. Die sind einfach ganz toll.
Und mit ganz vielen Ideen gehen die Kinder dann nach Hause und dann geht es natürlich im eigenen Kinderzimmer weiter, zusammen mit den Eltern und den Großeltern. In diesem Sinne, auch im Sinne der Wissenschaft, stand diese Sendung, aber den spielerischen Aspekt bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, einen schönen Herbst, einen schönen Winter. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.